Innerhalb von 30 Sekunden, das müssen wir gleich angucken. Krass. Okay, ey, wo sollen wir das eh kurz in der Ecke machen? Hier haben wir ja, klar, genau, wir müssen erstmal hier. Mal kurz hier hinten in die Ecke. Also, ich packe alles hier ins Rig. Ja. Hast du Essen und Trinken? Nee. Oh, Alter. Du warst doch gerade auf dem Zahnfleisch gekrochen. Ich kann dir was zu trinken noch geben. Ja, ich finde hier noch auf jeden Fall was. Na, ich gebe dir erstmal eine Flasche. Ja. Warte, ich schmeiß die hier hin. Ich schmeiß dir das erstmal raus. So. Da. Danke dir. Ich habe schon lange keinen Aeser mehr gesehen. Hier, hier, hier. Oder wir gehen von hinten, wie du willst. Ja, hier ist RPSD. Ja. Rein mit dir. Du warst vorhin auch der Erste. Und? Ja. Nee, noch nicht. Schade, wäre zu geil gewesen. Ja, wäre echt zu geil gewesen. Vorbereitet auch. Mhm. Naja, der Schlüssel hat noch 38 Aufladungen. Ach. Also mindestens eine brauche ich noch für die Quest. Ja. Um den blöden Panzer zu markieren. Richtig. In den Kisten war auch nichts Besonderes drin, ne? Nee. Meine Spurfinte, aber die werden direkt wieder weg. Oh, die guten Kopfhörer haben wir ja liegen lassen. Sind das deine? Die weißen? Ja. Ja, die habe ich weggeworfen. Ich habe andere gefunden. Ach so, aber sind das die? Sind die versichert? Soll ich die irgendwie hinschmeißen? Ja, die sind versichert. Okay. Dann schmeiße ich die hier raus. Mhm. Unter den LKW oder sowas. Da müssen wir rüber im Bunker. Okay, ich weiß, wie wir laufen. Voll easy. Wie denn? Wo denn? Am besten wieder hier so zurück. Aber wir laufen ja einfach durch die Hütte durch. Genau, komplett durch die Hütte durch und dann können wir in die andere Hütte nämlich direkt wieder reingehen. Ey, was war denn das für ein Shot? Von. Ja, linke Seite höre ich Movement. Ist ein Scavy bestimmt. Also wenn man hier durch das Loch gehen würde. Mhm. Noch Schmerz oder ne, ja, okay. Komm rein, mein Freund. Ich geh von außen den holen. Ah, ich bin jetzt hier. Da okay. Ist das hier drin, ne? Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht bei dem Sound. Bleib mal einfach hier ein bisschen kurz an der Tür stehen. Dreh rum, rum, grüß dich. Sorry für diese verspätete Begrüßung. Wir waren vertieft. Ich würde bloß mal schnell vorlaufen. Ich laufe auch einmal kurz und einmal hier so die
Ecken ab, damit nämlich kein Skeff gleich überrascht. So, ich laufe wieder zurück und dann kannst du dich hier um deine Skeffs kümmern. Ja, du kannst direkt auch wieder hinkommen, dann kannst du dir die Taschen voll machen. Alles ja. Gut, ich entspanne gerade, das ist gut. Hier, die Tür ist offen, die Tür da hinten ist offen und die hier mache ich jetzt auch noch auf. Ne, ich mache mich hier rein. Ja, und loote da mal ein bisschen. Na, die Schlüssel habe ich nicht dabei. Ich halte hier uns mal hier von hier hinten den Rücken frei. Dann dob dich da drin aus. In den Kisten habe ich öfters meine Panzerbatterie gefunden. Aha. Ich bin hier wieder in dem Weg zurück, den wir gekommen sind, Meister. Mhm. Stehe ich in dieser kleinen Zwischenkammer da. Wenn du die Treppen runterkommst. Alles klar. Damit ich da nicht hier dir an das Scaff quere komme. Also bei mir ging es gut. Also ich habe 2 Raids gebraucht, da habe ich die 10 Scaffs gehabt. Noch leer und dann können wir abhauen. Was abhauen? Du brauchst doch Scaffs? Ja, aber die kommen ja irgendwie nicht. Versuch mal gleich extra mit seiner Waffe zu schießen. Ja, Wasser. Kannst ja noch zwischen den Weibern Werbung für Kranu Fink machen für uns alte Männer. Was ist ein Kranu Fink? Hört sich an wie für gebrechliche Knochen. Ey, oh, nimm eine Düde Kranu Fink, Junge. Zieh dich zu. Ja, Männer, es wird jetzt kein Zuckerschlenken für euch. Ist noch langweiliger, als wenn ich die Quest mache. Aber was muss, das muss... Arzneikürbis für starke Blase. Ah, okay. Kürbis. Es gibt eigentlich einen Unterschied zwischen Arzneikürbis und normalem Kürbis? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht. Skeff, höre ich auch. Spieler war das? Ja, das sah aus wie ein Hatchling. Ich geh mal gucken. Aber er hat rumgeschnauzt. Ah, okay. Arzneikürbis kann man nicht essen. War einer, ja? Ja, war ein Hatchling. Und warum hat er da noch die große Fresse gehabt? Keine Ahnung. Gehen wir in Medic House, vom Medic House dann runter? Ja. Du reingegangen. Vom Vordereingang. Ach so. Oh, ich renne immer drum rum wie so ein Idiot. Ach, der ist da drüben. Okay, ein Stück rum muss er auch rennen. Gegenüber ist auf jeden Fall mindestens einer, den ich gehört habe, der close ist. Also in diesem Toilettengang oder da, wo die Toiletten sind. Da diesen Gang. Da ist er irgendwo. Hätte ich jetzt mal geschätzt. Movement ist noch da. Ich hoffe, dass er einmal hier kurz pieken kommt, dann kriegt er einen Headshot. Das sieht cool aus, wie du da stehst. Mit deiner Knarre. Kommt. Ja.
Hoffentlich kommt er auch und dann kriegt er schön einen in seine Augen rein. Head Eyes. Dann sich die Lobby angucken. Oder ich gucke mir die Lobby an. Eins von beiden wird gleich passieren. Aber ich gehe davon aus, dass er es sein wird. Oh Junge, bestens mit Ulach allem drum und dran, Junge. Bist du unterwegs? Ja, Ulach, Tag Tag. Ich gehe jetzt rüber. Oh, sorry, das war ich. Aus Versehen. Muss ich einmal heilen kurz. Ich auch, kurz. Die pushen, die pushen. You motherfucker, just try it! Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Wir wollen von hinten kommen wahrscheinlich. Ja, hinten kommen die. Wir müssen uns Platz gewinnen. Wir müssen hier raus. Was heißt wohin? Wo bist du raus? Wo bist du gerade? Hinten im Wasser. Okay, du bist im Wasser, okay. Ich muss ihn erstmal flicken, Mann. Du hast mich ganz schön bearbeitet. Okay. Go away, man. Go away. Go your way. Tackerst du oder die? Ich tacker. No, no. Go your own way. Yeah, yeah. Piece of shit. Trau dem Frieden nicht über den Weg. You motherfucker! Was denn? Der sagt so, kommt doch pushen und so. Ach so. Wir wollen uns gleich pushen, die versammeln sich gerade die ganzen Scaps um uns. Wird echt eine richtige Party hier. Sollen wir da hinten so hinten rum abhauen? Können wir machen. Okay, let's go. Ich muss mich einmal kurz zacken, mein ganzer Bauch ist weg. Oh. Die kleinen Drecksäcke. Die haben Stress, warum muss ich pushen? Gewohr machen? Er quakt immer irgendwas. Jetzt schnell mir die Dose hier reinhauen. Okay, komm. Ich zieh jetzt einfach hart pushen, scheiß drauf. Warte, ich muss noch pinkeln. Kommt gleich. Warte jetzt. Ich hab kein Muni mehr. Der kommt.
Jackpot? Nein, noch einer. War ein Scav, glaube ich, was ich habe. Ich habe kein Muni mehr, ich habe kein Muni mehr. Haben? Was denn? Ja. Tür zu. Boah, was? Ich hab 5 Blutungen? Waren das Spieler jetzt auch mal? Das waren doch keine Spieler, oder? Scavies. Nein! Ich hab keinen einzigen Schuss. Ich muss kurz stacken. Ich hab ihn. Stark. Was ist denn heute los? Die ganzen Gäste verbinden sich jedes Mal gegen uns. Hätten sie sich mal verpisst. Ne, ich glaube, das war noch ein Spieler hier. Der hat sich auf dem Klo versteckt. Ja, das ist ganz krasser Typ. Mhm. Würde ich sagen, also. Gefühlt. Boah, dann. Meine Weste hat einfach keinen einzigen Kratzer und ich bin die ganze Zeit rot und orange am Leuchten. Ich auch, bei mir auch. Dieser, da wenn die Panzerung kein Bauchschutz, das ist so ekelhaft. Wären sie mal lieber gegangen, ihrer Wege, wie du es gesagt hast, aber sie wollten nicht. Go away. Du willst nicht. Nope, einfach geht hier die Tür auf. Ey, oh, was hatten die alles im Schlepptau, Alter? Da waren doch noch Skeps dabei, oder was weiß ich. Ey, du musst dir vorstellen, ich bin gerade mit denen am Kämpfen, ich gebe denen einen Headshot. Ja. Auf einmal geht die Tür hier auf und voll die Taschenlampe. Einfach weiter reingehalten, dann lag der hier. Ich hab's gesehen, der war doch hinter dir. Was für ein Film das war. Und danach, ich hab keinen Schuss mehr, und danach hörst du noch die Schrotflinte. Bam, bam, hab ihn. Nice. War ein geiler Fight. So muss das sein. Ach, John, wir hatten schon gute Fights zusammen, ja, zwei, wo wir lachen konnten. Auf jeden Fall. Oh, was ist die das? Die Fights gewinnen wir meistens. Oh. Wenn wir wissen, wo die Gegner sind. Wenn ich auf einmal einen Busch schieße, dann ist alles gut. Ja. Was ist denn, ein Scav-Spieler? Ey, die haben sich wohl mit Scav-Spielern verbündet, diese Vollidioten. Ja, sag ich ja, die ganzen Scav-Spieler haben sich gegen uns verbündet. Ah. Ja, alle verbündet, die ganzen Scav-Spieler. Das meinte der eine so, don't shoot, du hast das ja leider nicht mitgekriegt. Ja. Der eine so schießt, der eine Scav-Spieler schießt auf die anderen beiden Scav-Spieler. Meinte er so, nein, nein, wir sind Scavs. Der so, ach so, ja, okay, dann gehen wir alle auf den. Ja, okay. Ach so, die Assis. Ja. Ja, ja. Ey, dann diese Schweine. Das dürfen sie nicht. Ah, ein geiler Fight. Ach, die haben alle die Quittung kassiert. Auf jeden Fall. Ah. Oder war auch bloß. Auch bloß so ein räudiger Scav, Mann. Die haben sich alles zusammengezahlt. Hier ist nur so ein zerfledderter PMC. Hier aber noch eine Gun liegen. Nehme ich mit, AKM. Hier ist noch eine MP100. 50. Das gönne ich mir und die waren neu. Mhm. Strom ist auch an. Das heißt, wir können direkt zum Exit durch. Mhm. Ich hatte gerade, wo wir den Fight beendet hatten, hatte ich 5 leichte Blutungen. Aha. Alter. Ist so viel Bandagen nehme ich nie mit. Ich hab Zagustin direkt reingehauen. Der hat alle 5 weggemacht. Das ist das Geile bei den Sims. Hier ist zu. Oder bei letzten 5 Minuten noch hier wartet, der ist ja echt ehrenlos. Ja, naja, aber gibt's. Ja, alles gut. Ja. Das nennen das aber auch, die machen das nicht zum ersten Mal, die haben auch Essen und Trinken mitgenommen. Mhm. Nein, da war ja was. Ah, ja, Tür ist offen. Ah, ah, warte, warte.
Jo, da war ein PMC darunter. Hast du Aha. recht? Den hab ich auch. Na, ein PMC hast du erledigt, der zur Tür rauskam, glaube ich. Das war der Typ. Oh, ich habe nur Skeps erschossen, schade. Aber war eine geile Runde, trotzdem. Das waren ja im Endeffekt waren trotzdem Spieler, ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben sich auch nicht Thomas, schlagen. grüß dich, Soja, hallo und danke.